So Leute, heute, wie ihr im Titel schon seht, was Besonderes für mich. Ich habe was bekommen von Ultimate Guard. Die hatten so ein Weihnachtsgedöns und da habe ich was gewonnen. Als allererstes, ich zeige euch mal kurz, was da noch mit drin war. Es waren ein paar Sachen noch dabei. Man hört, ich bin nicht der Gesündeste aktuell, aber ich will das noch voll im Urlaub, das Video raushauen. Ich muss auch krank in Urlaub fahren, also da müsst ihr jetzt auch mal erleben, dass ich krank ein Video mache. Wir haben einmal hier so eine wunderschöne Mütze in dem Paket gehabt. Richtig cool. Musste ich auch nicht, musste ich super hart lachen, als ich das gesehen habe. Finde ich tatsächlich ganz cool, hilft mir aktuell auch. Habe ich tatsächlich aktuell viel an, weil krank. Und was drin war, war hier so ein Rucksack, so ein Bag, ein lilaner, was ich tatsächlich sehr cool finde, weil den alten, den ich immer benutzt habe, der ist etwas auffällig von der Farbe her. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ich eine Person bin, die eigentlich nur schwarz trägt, schwarz-lila geht noch okay. Schwarz-bunt ist ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne einen ganz schwarzen. Das wäre cool. Gut, aber jetzt zu dem, weshalb ihr überhaupt angefangen habt, das Video zu schauen. 1, 2, 3, oh, der blinkt aber ganz schön. Man sieht, oh, mein Kamerastativ. Naja, das ist Smart Hive. Smart Hive ist eine wunderschöne Sache. Finde ich tatsächlich sehr cool. Ich habe jetzt bisher nur im Internet darüber gelesen. Hier an der Seite steht mit drauf, was steht erst mit drauf? Removable Cover, das weiß ich. Compare with the Diggle Life Pad, weiß ich auch. Ideal for various Magic Ultimate Guard Products. Xeno Skin, Microfiber Inlayer, Strong Magnetic Closer. Snapclaw. Das ist die neue Verschließmechanik von Ultimate Guard. Gucken wir uns das Ding mal an. Ich habe voll Bock, mir das Ding mal anzugucken. Weil man findet auf YouTube tatsächlich, man findet auf YouTube aktuell tatsächlich nicht viel. Und deshalb ist es ein Grund mehr. Oh, steht auch nicht mehr. Mir das Ding jetzt mal anzuschauen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ah, okay. Auf der Rückseite ist Ultimate Guard. Hier dieses Wizard of the Coast. Gucken, dass ich das in die Kamera kriege. Super interessant. Ich soll es auch so rum, dass man. Egal. Ist auch irrelevant. Super interessant, weil jetzt ist hier das Planeswalker-Logo mit drauf. Und ich habe es vor kurzem irgendwo gelesen, dass Ultimate Guard auch die kompletten Richtlinien hat, die Rechte hat, um Magic-Sachen jetzt zu produzieren. Gucken wir uns den mal an. Oh, smooth. Hier gucken wir uns direkt mal hier diesen Klauverschluss an, der hier oben auch ist. Ah, okay, es ist nicht nur magnetisch, weil bei den anderen Sachen von Ultimate Guard. Ich habe mal hier als Beispiel mein Flip and Drag Case. Genau, die geht ja einfach nur so zu. Die wird ja hier auch ein bisschen gehalten. Und hier ist es tatsächlich so, dass. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, sieht man. Hier dieser Plastikverschluss da reingeht und das hält. Das ist schon mal ganz gut. Gerade bei so einer großen Box ist das wichtig. So. Und auf geht's. Aha. Das geht runter, richtig? Ja, oh mein Gott. Gut, dann legen wir die erstmal quer. Ziehen die mal auseinander. Haben wir hier die komplette Außenhülle. Wunderschön. In der Mitte leicht erhoben. Das ist ein bisschen dicker als das. Aber ich weiß nicht, ob das gerade am Tisch liegt. Oh, das fühlt sich echt schön an. Das ist echt schön. Das kann man wirklich benutzen, um drauf zu spielen. Das ist gar kein Problem. Würde ich wahrscheinlich jetzt persönlich nicht machen. Ich habe andere Playmats. Und geht auch super smooth zu. Gut, gucken wir uns das Inlay mal an. Ja. So. Decke mal beiseite. Gucken wir uns das Inlay mal genau an. Weil das ist ja im Endeffekt das, wo es interessant wird. Ein Dankeschön an Ultimate Guard. Von Ultimate Guard. Da gebe ich ein Dankeschön zurück, dass ich das Produkt bekommen habe. Das Wichtigste und Beste, davon hätte ich gerne noch tausende mehr. Dieses Silikagel, oh, so gut, wichtig für mich, wichtig für mich. Gut, wir haben hier Compartments für vermutlich die Sidewinders, gucken wir gleich. Hier haben wir ein Würfelfach, hier haben wir das große Würfelfach. Bedeutet, also hier so ein, oh, auch richtig smooth. Bedeutet, hier kann man auch Okidoki Dice Trays müssten dann hier auch reinpassen. Das weiß ich nicht, ich habe leider keinen Okidoki Dice Tray dafür. Was hier aber reinpasst, gerade für die Magic-Spieler, was ich sehr interessant finde, ist ganz einfach, ihr könnt mit weitem Abstand da auch Tokens reintun. Ja, die könnt ihr so da reinlegen.
wenn ihr Tokens benutzt, was bei so einer großen Box wahrscheinlich ist, dass irgendein Deck Token hat. Hier ist dieser Abschnitt. Ich habe dafür mal mein schwarzes Livepad vorbereitet. Es gibt auch ein Livepad von der Version, das werde ich mir wahrscheinlich hierfür mal holen und das auch mal testen. Weil die Livepads werden jetzt auch mittlerweile besser, habe ich das Gefühl. Also das Schwarze auf jeden Fall um einiges besser wie das Blau-Weiße. Ja. Das passt ganz gut. Man hat halt hier ein bisschen Spielraum. Das finde ich ein bisschen doof, dass das so hin und her gerutscht werden kann. Da hätte ich es cooler gefunden, wenn hier wirklich so ein Stopper drin gewesen wäre oder so und das einfach nur so gelegen hätte, fertig. Wenn das so die ganze Zeit hin und her schlägt. Es ist eine Kleinigkeit, aber ja. Und lustigerweise muss ich jetzt dabei sagen, dass mein bester Kumpel ebenfalls bei diesem Gewinnspiel mitgemacht hat. Und er hat den passenden Sidewinder dafür gewonnen, was ich super witzig fand. Den wollte ich ursprünglich dann nur reviewen, den Sidewinder mit diesem ganzen, wir haben das Planeswalker-Symbol und so jetzt. Aber das hat sich jetzt halt ergeben, dass ich das eben mit ihm zusammen machen kann. Auch der hier mit diesem Vierer innen drin, sehr, sehr schön, sehr smooth, sehr schwierig, auch also ist tatsächlich stabil. Ja, gefällt mir ganz gut. Und die setzt man dann hier mit ein. Hier passt dann normalerweise kein 100er mehr rein, weil ich habe mir hier meinen normalen, meinen 80er. Man sieht, meine normale Farbe für Ultimate Guard ist pink. Wenn ich den hier mit einsetze, dann ist das hier dicht. Da kommt nicht mehr viel. Das heißt, ihr könnt ein 100er, ein 80er, ein 100er, ein 80er machen. Oder, was halt auch geht, ist, wenn ihr 200er habt, könnt ihr die theoretisch auch hochkant setzen, dann passt das auch von der Dicke her. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man das mal schaut, das ist ja ein 100er und der 80er. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt 200er hätte, wäre das doch sehr eng bis nicht möglich, die so quer reinzusetzen. Das weiß ich nicht. Dafür fehlt mir jetzt der 200er. Aber wenn ich das hier mit dem 80er schon sehe, das ist dicke. Da passt nichts mehr. Ich merke gerade aber, dass der hier, die 100er, auch ein bisschen höher ist. Interessant, weil ich dachte, die wären dann halt so dann gleich hoch. Aber ja, genau. So kann man die 100er reintun. Auch dafür ist genug Platz hier in der Höhe da. Und ja, so passt das nicht. Oh Gott. Nee, so war das nicht geplant. So passt das dann auch ganz gut mit denen. Ja, dann können wir das Ganze wieder zumachen. Gerade wenn man mal keine Matte dabei hatte, kann man das hier als Matte benutzen. Ist ganz gut. Und das ist der Smart Hive. Ich habe den auf der Spielmesse in Essen schon gesehen. Ich war super begeistert von dem Teil. Ich habe leider die Hüllen nicht bekommen, weil die in Spielemesse Essen da aktuell nicht vorhanden waren, ganz in der Zeit, wo ich da war. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen. Die hätte ich noch ganz gerne in meiner Hand gehabt, weil die Hüllen interessieren mich richtig. Ich bin ja so ein kleiner Hüllenfetischist, wenn man das so sagen darf. Und ja, gut. Die gucke ich mir demnächst nochmal an. Wenn ihr andere Sachen sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, was ich noch so an Equipment von Ultimate Guard habe, was ich generell für Equipment benutze, was für Matten ich empfehle oder sonst was. Ich meine, die Videos gibt es tausendfach auf YouTube, ohne Frage. Wenn euch aber meine Meinung mal interessiert, ich bin auch in meinem Local Game Store, wo ich immer unterwegs bin, immer der Ansprechpartner mit, ja, sag mir mal, welche Hüllen benutzt man denn am besten? Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Hüllen und den Hüllen? Welche Box benutze ich denn am besten? Und so weiter und so fort. Dementsprechend habe ich da auch sehr viel schon benutzt und sehr viel probiert und sehr viel gemacht. Deswegen habe ich da auch leider Gottes sehr, sehr viel Müll noch rumliegen und sehr viel Ahnung. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mir Bescheid geben. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal in den normalen Verlauf über. Ich melde mich, wenn ich die Hüllen hiervon mal bekommen habe. Das Livepad selber werde ich mal schauen, ob ich es bekomme. Und ich muss mich jetzt erstmal darauf gedulden, dass in meinem Local Game Store dieses Produkt da ist, damit ich das weiter mit diesen schönen Bouldern ausgleichen kann. Ich weiß jetzt noch nicht mehr im Kopf, ob es hiervon auf 80er Boulder gab, weil dieses Hot Pink passt zwar auch ganz gut da rein, aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao. Ja, in der Endcard kann ich euch gerade noch was zeigen, weil es mir nämlich aufgefallen ist, dass ich das vergessen habe. Natürlich könnt ihr auch die Boulder von Ultimate Guard hier ohne Probleme mit reintun. Das ist jetzt halt auch eins der Produkte, die reinpassen. So einen kompletten Flip and Trail werdet ihr nicht reinkriegen. Die langen Boxen sind leider zu lang. Aber die Boulder gehen natürlich auf jeden Fall auch da rein.